Oben ist eine Die Mail. Schlacht steht bevor. Ha! Ihr werdet unterliegen. Sehr gut. Nice Swap. Gut gekämpft. Ich danke euch, Heiler. Die Schlacht steht bevor. Blut geheilt. Was nur da muss ich auch noch irgendwann mal spielen. Wir sollten dieses Söldner. Okay, am Anfang bin ich dann doch noch vielleicht etwas zu schwach, um so ein Söldnerlager alleine zu machen. Ich freue mich auf eine erneute Prüfung. Okay. Ja. Ich glaube, ihr könntet mal. Kommt aber auch keiner helfen, ne? Doch, jetzt wo ich fertig bin, kommt der Asmodan. Seid gesegnet, Heiler. Das geht doch nicht. Wer hilft mit, dieses Söldnerlager? Wähle ein Talent. Seid vorsichtig dort draußen. Wo ist mein Widersacher? Die anderen Fähigkeiten, warum hast du die ausgewählt? Dass du halt einmal Schild bekommst und so ein bisschen Abklingzeitverringerung und so halt. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Wer hilft mit, dieses Söldnerlager zu erobern? Auf Self-Heal? Self-Heal hast du, glaube ich, nicht wirklich, nee. Voila, ne? Was geht dir denn nicht raus, ey? Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen! Scheiße. Jüben. Aber nein, hat keine Kugel. Ah, hat aber versucht. No, jo, jo. Ach, schade. Ja, Leute. Unsere Pfade führen uns zusammen. Ich freue mich auf eine erneute Prüfung. Entscheide dich für ein Talent. Na, sieht doch recht gut aus. Ich bin schon fast gesteckt. Der Asmo nervt mich. Ich brauche hier oben Hilfe. Naja, ist auch Objective, ne? Na. Oben auch. Ja, ich bin gewundert, ich habe eigentlich gedacht, du kommst wieder. Komm. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Ihr werdet unterliegen. Ich weiß halt noch nicht, was ich davon halten soll, was die hier so machen. Ich danke euch. Haltet euch nicht zurück. Eine wahre Augenweide. Gut gekämpft. Ja.
Ich danke euch. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Führen eure Doppelkill. Läuft doch. Ja. Getötet. Das war ganz okay. Die Magie meiner Tempel versiegt. Geht und führt euren erbärmlichen Kampf fort. Stehen meine Stacks denn? Oder 10 habe ich. Ja, das war 10. Das ist schon ganz gut. Wähle dein nächstes Teil. Meine Wunden heilen. Ich bin nun reicher an Erkenntnis. Nur weiter so! Wenn ich sterbe? Die bleiben. Ich eile zur Hilfe. Oh, gut. Das ist, ich wollte gerade sagen, da ist nichts mit. Für den Turm des Ita! Der Sturm bricht los. Ich bin nötig. Wollen wir Schaden rein? Blutrausch. Ja, das ist halt auch mit meinem Karasim-Bild. Ich kann ja auch permanent drauf boxen, ne? Das ist ja auch nochmal. Ja, ihr seid nicht unbegabt. Das muss ich zugeben. Ihr besitzt die Seele eines Kriegers. Ah, eine Herausforderung. Kann halt permanent draufboxen, permanent heilen. Immer noch unten. Nein! Dammit. Ja, hat er mich verspottet. Das war kacke. Ich wurde auch noch von den Fernkampfdienern angehauen. Auch das letzte war sogar noch ein Tower-Shot, ey. Ja. Die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lass keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Alles was. Ja, da seid ihr ein bisschen übermütig gegen zu viele rein, würde ich behaupten. Eigentlich wurden wir erwischt. Ihr wurdet erwischt. Eines eurer Forts liegt in Trümmern. Helden. Tja. Entscheide dich für ein Talent. Ich glaube, das war euer Fort. Ich habe hier eine Maid. Er hat aber abgedreht, okay. Eure Kraft lässt euch im Stich. Die Magie schlummert im Inneren der Tempel, bis ich mich entschließe. Fesseln. Keine Tränke. Für den Ton des Ita! Ein gegnerisches Fort wurde in Schutt und Asche gelegt. Keine Tränke. Was machen die hier? Ach Mann, ey. Du wirst dich wieder aus deinem Grabe erheben. Ja, toll. Also du musst immer gucken, dass du für mich so ein bisschen auf Abstand gehst von denen, weil ich kann mich jetzt zu dir hin dashen sozusagen. Hm? Ich sag, wenn du vor mir bist und rauskommst, dann musst du nur gucken, dass du ein bisschen in meinem Radius brauchst, weil ich kann ja zu dir dashen. Ja, das heißt, wenn du mir zur Hilfe kommen möchtest und da sind so viele, musst du nicht reingehen, sag ich mal, und die blockieren, sondern mein Werk zu vollenden. Es reicht halt wirklich einfach nur, wenn du weiter weg bist, ein bisschen in meine Nähe zu kommen. Ja, kenne ich.
Patriarchen werden erfreut sein. Dann. Wähle ein Talent. Und ab zum Objective. Wohin gehen wir? Mein Vater. Euer Gegner hat ein Fort zerstört. Warum auch immer, wenn er da hochgeht, wie viele sind denn unten? Ein, zwei? Weiß ich nicht. Eine Alextrasa. Zwei Leute. Ich würde sagen, die haben wir gut betrieben. Ja, ein bisschen verprügeln, ne? Mhm. War's schon was? Anscheinend, ja. Okay. Ab in der Mitte. Wir haben auch, oben haben wir auch bekommen. Naja, aber die letzten Schüsse müssen wir da auch noch kriegen, da ist noch was gut. Sehe ich noch einiges. Gib mal den Arm, ey. Ach, lass ihn doch nicht rauskommen. Herzlichen Dank. Dreifach Kill. Eure Schwächen sind offenbart. Das ist doch ganz in Ordnung. Das war schon fast interessant. Wo ist mein Widersacher? Dragons Camp. Na, ne? Dann machen wir das Camp halt fertig. Wenn sie uns so lieb darum bittet. Was macht ihr denn? Ihr seid ja alle killgeil, kann das? Wir sind hier nur am Chasen und am Jagen. Verteidig diesen Punkt mit aller Kraft. Die war da. Meine Wunden heilen. Und mein GTA 6 raus. Weiß ich nicht, ich glaube Ende diesen Jahres soll erstmal ein Trailer dazu kommen. Boah, ist ein Zettel. Ja. Eine Herausforderung. Ich könnte passen, ne? Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. May hat Schiss vor mir. Viel zu geil. Meinst du, die machen mal so richtig Neuerung? Ja, weiß ich nicht. Das hat man so. Weiß ich nicht, ob das ist ja angeblich schon mal irgendwie ein bisschen irgendwas geleakt worden, angeblich gameplay-technisch oder so, ich weiß gar nicht. Was hast du? Ein anderes Gebiet nur? Nee, gameplay-technisch ist irgendwie, glaube ich, schon mal irgendwas geleakt worden. Also grafisch wird es halt einfach bombastisch und noch realistischer, ne? Das ist halt. Das ist halt, glaube ich, eher das, wo der Kram dann halt mega punkten wird, ne? Das war's schon. Das Licht verblasst in meinen Tempeln. Doch bald wird es wieder erstrahlen.
jetzt noch die andere. Doppelkill. Der kommt nicht weg, Junge. Geister führen eure Hand. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Letzte Zeit, in die entgegengesetzte Richtung vorzurücken. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Ich gehe jetzt hin und mach den Boss. Egal, ob da einer zukommt oder nicht. Die Schlacht steht bevor. Ich danke euch. So. Fast Solo-Boss gemacht und die sterben alle. Machst du unten, ich mach oben, oder was? Mhm. Eure Kraft! Ein bisschen was zu tun, ja. Oh, jetzt kommt schon Ende. Amper schießt weg hier. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lasst keinen dieser elenden Sterblichen in ihre Nähe. Machen wir ein bisschen Wave Clear vorher. So. Da kommen ganz viele, mich ärgern. Wir müssen aber ja im Vorteil sein. Ne? Soll ich noch umkommen? Kaputt machen? Ja, weiß ich nicht. Ich hab hier einen. Stellt euch mir! Ja, der geht da alleine rein oder was? Na, Sibu geht alleine da rein. Ja. Euer Gegner hat eine Festung im Erdboden gleich gemacht. Recht plump. Doppelkill. Ja. Ich bin bereit, wieder auf die Jagd zu gehen. Dass dieser Held sterben muss. Und bei da oben, oder? Hm? Kriegst du alleine, oder? Ja, aber die kommen die nicht? Nee, nee. Sind zwei Stück sind tot und der Asmo dann. Eure Zitadelle wird angegriffen. Ich wollte sagen, der Asmo drückt. Die Festung. Festung ausradiert. Was meinte der mit 20 mal Ping? Eine Festung wurde zerstört. Ein guter Kampf. Hier endet euer Weg. Aber ich verstehe halt nur nicht, warum er 20 mal pingt, wenn wir oben im Teamfight und am Objective sind. Warum geht er dann nicht zurück? Also keine Ahnung, wo er war, aber... Versuchen die da eigentlich zu zweit? Hier lauert Gefahr. Gut gemacht, Heiler. Ihr seid nicht unbegabt, das muss ich zugeben. Doppelkill. Vielleicht zu Ende machen. Ausgezeichnete Arbeit. Gut gemacht. Einfach bei mir stehen bleiben. Die Schlacht ist vorbei. Nun stört nicht weiter den Frieden meines Reichs. MVP. Weil er einmal weniger gestorben ist, als ich war. Aber der Muradin hat echt gut gespielt. Einfach rohe Gewalt und Fäuste sprechen lassen.
Ich weiß gar nicht, warum ich Karasim so lange nicht mehr gespielt habe, irgendwie.